Okay, liebe Leute, wir machen weiter bei Last Train Home. Und ich habe mir jetzt überlegt, bevor wir hier angreifen, lassen wir unsere Soldaten noch ein bisschen ruhen und schicken einen kleinen Trupp in die zwei Dörfer zum Plündern. Und wir nehmen wieder mit. Inzwischen habe ich die Symbole, glaube ich, im Kopf. Wir brauchen den Einbrecher. Hier ist der Einbrecher. Ah, doch, wir schicken ihn mal mit. Und, ach, sie ist gerade sehr, sehr down. Von der Ausdauer her. Naja, es wäre verschenkt. Das wäre sogar verschenkt, da muss ich es alle losschicken. Dann gucken wir nochmal, ob wir die vielleicht aufputschen können. Übersicht nach Ausdauer sortiert. Was haben wir noch an Items da? Ausdauer, Aufputschmittel. Eine negative Eigenschaft erhält. Eieieiei. Ich will mal gucken, was passiert, wenn wir die mal bis abends ausruhen lassen. Das sind 6 Stunden. 6 Stunden. Jetzt hat er 5 von 23. 5 von 23. Wir lassen einfach mal die Zeit laufen. 5 von 23. Mal gucken, was passiert. Oh, ich habe Metall und Holz. Da können nebenbei eigentlich ein paar Leute schnell was bauen. Hier haben wir schon Wohnbereich. Gemütlicher Ort, da fehlt uns Stoff. Hier können... Ja, das können wir bauen. So, Tagschicht. Tagschicht, Tagschicht. Du hast gerade nicht viel zu tun, du hast nicht viel zu tun. Du und du. So, dann haben wir erstmal 2 Wagen mit voller Kapazität. Ja, so ein bisschen, ne? Es erholt sich nicht wirklich viel, aber 4 Punkte hat er sich schon mal erholt. Mal gucken. Wir schauen mal. Je besser die Waggons sind, desto schneller erholen die sich nachher auch. Jetzt sind zumindest keine mehr müde. Nachtschicht. Wir lassen sie sich bis zum Morgen erholen. Fertig. Ich lasse die alle mal wirklich sich erholen bis morgen früh und dann gehen wir in den Angriff. So, jetzt ist es morgens. Und jetzt sollten alle ausgeruht sein, vollständig. Jawohl, alle vollständig ausgeruht. Die Moral sieht eigentlich auch ganz gut aus. Jetzt bauen wir uns den Angriffstrupp zusammen. Wir nehmen so viel mit, wie wir können. Also eigentlich alles an Soldaten, was wir haben. 1, 2, 3, 4, ja, passt schon. Auf jeden Fall Scharfschütze. Normaler Soldat. Ja, natürlich Trupp zuweisen. Grenadier. MG-Schütze, jawohl. Sunny. Fehlende Ausrüstung für diese Kampfrolle. Ja, keine Landminen, ist aber okay, will ich auch nicht. Soldat. Ach, der fährt, das ist ein Lokführer, Quatsch. Nur mit Kampfrollen. So, nee, ist Lokführer. Das ist, Arbeiter, ist Quatsch, nehmen wir mit. Ach Gott, ey. Dich nehmen wir auch mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die Frage ist ja, ob ich mit 2 Trupps angreifen kann, ne?
So, wir machen das mal so. Wir haben einen MG-Schützen dabei, zwei Sunnies, nee, zwei MG-Schützen, zwei Grenadiere. Okay. Irgendwo war noch, hier war noch was. Zur Vorsicht mahnen. Um mehr Schaden. Nee, mach mal hier erst mit der Vorsicht, das ist gut. So, hier haben wir noch was. Granate. Passiv. Int, um mehr Schaden zu machen. Und Landmine. Okay, braucht man nicht. So. Granaten, Granaten. Wir machen das wie folgt. Du kriegst nur drei Granaten. Dann kriegst du noch eine Granate mehr. Jawohl. So. Sunny-Kästen haben sie beide voll. Was kannst du noch machen? Leise Schritte. Oh, der kann dann schön zur Not anschleichen sich. Jetzt haben wir alles bestätigen. So. So, mein lieber Trupp. Hui. Auf geht's. Hurra! So, jetzt bin ich gespannt. So, während deine Soldaten tief in den Wald vordringen, versuchen sie ungesehen zu bleiben. Schon bald hört ihr Rufe und Schüsse aus der Ferne. Der Wind trägt den Essensgeruch der Feldküche bei. Kein Zweifel, ihr habt das Ausbildungslager entdeckt. Vom nahen Hügel schätzt ihr Lager ein. Das Ausbildungslager der Roten wird von einigen zentralen Positionen aus verteidigt. Ihr seht, dass sie über einen großen Munitionsvorrat verfügen und Vorräte werden per Lastwagen geliefert. Wenn ihr diese Ziele zerstört und den befehlshabenden Offizier ausschaltet, sollte das die Ausbildung neuer Rekruten für eine Weile verhindern. Verstärkung in der Nähe. Nein, wir fahren fort. Wir ziehen das jetzt durch. Huiuiuiui. Anscheinend ist der Großteil der Roten Garnison nicht hier. Wahrscheinlich führen sie wieder nichts Gutes im Schilde. Wir haben Glück, sie haben nur ein paar Wachen zurückgelassen. Ob aus Selbstüberschätzung oder Unfähigkeit, ich weiß es nicht. Eine gute Gelegenheit für uns, ihr Lager zu überfallen. Vorräte, Geld, Waffen. Wir sollten alles nehmen, was wir kriegen können, und den Rest zerstören. Suchen Sie vor allem nach Dokumenten. In unserer Zwangslage könnten präzise Informationen wertvoller als Gold sein. Aber Vorsicht, diese Hügel sind perfekt für Maschinengewehrnester geeignet. Wir sollten solche Stellungen besser sichern. Und uns damit beeilen. Keiner weiß, wie lange die Roten noch unterwegs sind. Jo, okay. So. Kenne deinen Feind, etc., etc. Okay. Okay, in die Richtung geht es logischerweise nicht weiter. Also, kurz alle auswählen und einmal als Trupp speichern. So. Okay. Bei den ganzen Symbolen ist es immer schwer zu erkennen. Das sind auf jeden Fall drei Soldaten. Aber die Kanone steht in die Richtung. Ach, dann können die nach unten schießen. Und von hier könnte ich auch rankommen. Ja. Okay. Was ist das hier? Das kann ich nachher wahrscheinlich sammeln.
Oh nee, da stehen zwei dran. Da stehen zwei an der Kanone. Die könnte man gegebenenfalls im Stealth-Modus ausschleichen, aber ich tue mich im Stealth-Modus immer nicht so. Nicht so gut. Ich sehe gerade, ich habe keine Taste für den Stealth-Modus. Stealth-Modus, wo ist er? Schleichen, wo ist ein Schleichen? Lautlos-Modus, Umschalt links. Ach doch, ach, es zeigt da nur nicht. Ah, da steht auch Umschalt links, bin ich denn blind? Hä? Alle wählen. Umschalt links. Okay, das akzeptiert er nicht. Naja, ich muss eine andere Taste festlegen. Umschalten will er nicht. Umschalten möchte er nicht. Und dann nehmen wir zum Schleichen. Hier sind meine Finger. So. So, nochmal kurz Stopp. Ah, die gucken nur nach da. Die können nicht wirklich viel sehen. Ich glaube, hier unten sind wir noch relativ geschützt. So, die gucken nach vorne. Das wäre der Zeitpunkt, den wegzuschnippeln, ne? Ja, man kann ja leider nicht in der Mission speichern, was natürlich auch gut ist, ne? Sonst würde man das wieder exzessiv einfach nur nutzen. Aber ich muss den mal weggehen lassen und mich anschleichen. Müssen wir das so timen? Er hier ist, glaube ich, ein ziemlich schneller Schleicher. In der Hoffnung, dass die das nicht mitkriegen. So, wir können ihn mal aufklären lassen. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, das ist irgendwie eine Fernmeldeverbindung. Damit können die möglicherweise Unterstützung rufen. So, er kann ganz schön weit gucken, ne? Aber er ist vom Kegel her schon günstig. Oh Gott, ey, jetzt wird's echt spannend, ja. Was passiert? Haben die das mitbekommen oder haben die es nicht mitbekommen? Das ist jetzt die große Frage, ne? Ihr könnt mal alle ganz vorsichtig hier nachziehen. Oh, die drehen sich um. Nee, weißt du was? Du müsstest den hier wegmessern. Und ihr müsstet hier wegmessern. Stopp. Da ist noch einer. Kriegst du den auch weggemessert? Greif den mal an. Shit, der holt Unterstützung.
Schieß ihn tot! Ach, der hat's geschafft, Unterstützung zu holen. Können wir das deaktivieren? Das kann man nicht deaktivieren. Die haben sich gedreht, ne? Ich bin, glaube ich, in Panik geraten. Begebt euch mal alle dahin, außer... Wen steckt man da rein? Guck mal, ein Sunny kann da rein. Und ein normaler Soldat, würde ich sagen. Kann es auch da rein, ne? Es müssen irgendwie zwei Mann bedienen, oder? Und jetzt kann ich das Ding... Was mache ich damit? Feldhaubitze. Drehen. Wie dreht denn sich das Teil? Ah, mit der Taste. Guck mal, du kannst schon mal sammeln. Nee, warte mal, was ist denn das hier? Warum ist denn das rot? Ah, das kann man, glaube ich, zerschießen. Deshalb ist das rot. Das ist gar nicht... Das ist gar nicht zum Sammeln. So, wir müssen mal gucken, von wo die Gegner kommen. So, MG-Schütze, du kannst schon mal aufbauen. Komm garantiert von da. So. Da-da-da-dam. Und du kannst mal... dahin gehen und in die Richtung verteidigen. Zack. So. Tja, wo kommen sie? Wo kommen sie? Wo kommen sie? Vielleicht kommt auch gar niemand. Warum hat denn er so eine Aura? Ach, das ist das mit dem... vorsichtiger sein. Mehr haben wir nicht, ne? Zum Sammeln, mehr haben wir nicht. Haben die es jetzt geschafft, Verstärkung zu rufen oder nicht? Wie weit kann das Teil schießen? Bis hier. Und bis da. Aber dann müsste ich Leute zurücklassen. Ich glaube, das meine ich. Steigt mal wieder aus. Wie geht denn das? Okay. Wir gehen mal ganz kurz gucken. Die MG-Leute sollen mal doch schnell oben bleiben. So, da haben wir was gesehen. Wie man diese olle Haubitze bewegen könnte irgendwie. Ich schicke nochmal zwei hin. Warte mal, geh du nochmal dahin. Und du auch nochmal. Vielleicht können wir die bewegen. Nach hier schieben. Halt, da ist ja auch noch was. Was ist denn das? Da ist ja auch nochmal was. Mensch. Gibt ja so viel zu entdecken. Geht mal da rein. Aus dem Fahrzeug aussteigen. Angreifen. Drehen. Ne, wir können es nicht wirklich. Ne, bewegen geht nicht. Bewegen geht nicht. Können wir hier einen Schuss hinschmeißen? Dann waren wir alle, ne? Lassen wir, glaube ich. Wir lassen es. Zack. Abbauen.
Aber ja, okay, der ist gut. Dann gehen wir erst hier unten. Gucken schnell. Eins, zwei. Da ist auch noch einer. Das sind drei Stück. Okay, drei Stück. Nee, halt. So, mal gucken. Wo ist der dritte hin? Da ist der dritte. Es ist nicht so einfach zu entscheiden, wo wir ansetzen, ja, liebe Leute. Nämlich hier vorne können die gucken. Oh nee, da hat er uns gesehen. Ach, kann er über den Zaun gucken, ne? Ach, na gut, dann ist es so. Dann erstmal alle bitte einmal aus dem Stealth-Modus raus. Greift mal an. Greift die an. Ja, eigentlich gegen drei Soldaten ist es witzlos, ne? Der ist in Deckung, die kriegen ihn nicht weg, ja? Guck dir das mal an. okay. Einsammeln. Zu viel Stealth ist, glaube ich, nicht gut. Es ist halt kein Stealth-Spiel. Für mich. Will ich eigentlich nicht, wenn ich so schleichen. Oh, guck mal, der hängt fest. Geht mal alle ein bisschen zur Seite, da dass er da rankommt. So, Nahrung. Jawohl, Metall. Treibstoff. Stopp, Kräuter. Ah, es geht nur irgendwie wieder. Irgendeiner kann auch Kräuter von euch, oder nicht? Irgendwie ging das plötzlich in einer anderen Mission dann auch. Aber hier kann ich es nicht machen. Na gut, weiter. So. Kämpfen uns, glaube ich, erstmal hier zum Hügel vor, bevor die auf uns ballern dann nämlich. Upala. Was hat denn der für eine Reichweite an? Oh, ja.
mal nicht hingucken. Das ist zu weit weg. Das können wir zerschießen. Ja, die stehen jetzt ungünstig, ne? Aber hier kann es sein, dass sie ab und zu vielleicht das drehen, irgendwie. Weil da würde ich jetzt nicht reinrennen wollen. Da ist ein MG-Nest. Ey, das wäre cool, wenn die sich mal drehen würden. Ab und zu. Wir müssen mal das kurz beobachten. Ob da eine... Ob da irgendwas hinter steckt. Weil das Ding hat eine ganz schöne Reichweite, da kommen wir nicht durch. Der zerpflastert mir mein Team, der geht mal. Wir müssen aufpassen, dass der nicht da rankommt, ne? Den könnten wir ausschalten, wenn er da lang läuft. Aber hier oben tut sich nichts. Die Frage ist, ob wir hier rüber gesprungen kommen, um den auszunappeln. Schleiche mal. Kriegst du den weg? Wir probieren es einfach. Von der Seite! Ah, okay. Schnell, 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 geht mal angreifen. Ach, der ist schon weg. Drehen sich nicht, dreht sich nicht, dreht sich nicht. Da müssen wir von woanders ran. Müssen uns von hinten anschleichen. Da läuft noch mal einer. Ah, der hat meinen Kundschafter gesehen. Alle anderen hören es nicht. Alle anderen hören es nicht. Ein Auto. Damit können wir dann fahren, möglicherweise. Da hinten sind welche. Bis da. Mal kurz stoppen, liebe Leute. Ich hoffe, der sieht uns noch nicht. Nehmen wir das jetzt ein oder nehmen wir das nicht ein? Nehmt da noch nicht ein. Warum nimmt er das noch nicht ein? Geh mal weg da. Ach so, stimmt. Er nimmt es nicht ein, wenn wir im Stealth-Modus sind.
Der geht nicht weg. Und da ist nämlich wieder so ein Telegrafendingens. Kann keinen Stein werfen von hier. Es ist so schwer abzuschätzen, wie dicht ich rangehen kann, ja, mit Tarnung. Wer kann denn Steine werfen? Wer war denn das? Hey, warum kann ich nicht durchschalten? Meine Tab-Taste geht nicht. Irgendwas ist immer, liebe Leute. Nächster Soldat markieren. Tab. Ja. Geht gerade nicht. Sehr eigenartig. Okay, dann ist es halt so. Oh, jetzt hat der ein Fragezeichen auf dem Kopf. So, mal gucken, wer kann Stein werfen? Hier, er kann Stein werfen. Macht aber auch nicht. Hängen wir jetzt irgendwo drin fest? Ach so, im Stealth-Modus geht das möglicherweise auch nicht, oder? Oder ich muss das abbrechen. Juckt den nicht. Wir kommen an dem nicht vorbei. Ich muss mal ein, zwei Leute aus dem Stealth rausnehmen. Oh, jetzt fängt er an zu greifen. Jetzt fängt er an zu schießen. Ach Mensch, Junge. Irgendwas ist immer. Ich krieg die Krise. Erstmal alle raus aus dem Stealth und dann greift man erstmal den hier mit an. Und geht mal am besten auch erstmal raus aus der Reichweite von Haubitze. Er ruft nämlich schon Verstärkung. Ah, jetzt kommt Unterstützung. Der hat zu Ende gerufen. Wo kann man das aufbauen? Schnell. So, bau mal da auf. Und du... Ja, die kommen von da. Gehst mal dahin. Und baust auch schnell auf. So. Sunny. Lass mal alle schnell hier hinfliegen. Haben wir nicht einen mit Bajonett? Kann ich das jetzt mal testen hier? So. Lebt hier noch einer? Nee. Hast du aufgebaut? Hast du nicht aufgebaut? Gute Frage. Also manche Sachen muss man mit Rechtsklick machen, manche mit Linksklick. Das ist noch ein bisschen... Oh, ich habe Angst, dass die mir das jetzt zerballern, ey. Geht mal alle irgendwie in Deckung hier hinten. Warum kann ich denn die nicht bewegen? Jetzt kann sie sich bewegen. Was macht denn hier mein MG? Habt ihr mal bald fertig?
EMGs machen nichts. Ach, der ist nicht in Reichweite gerade so. Das scheinen alle zu sein. Okay. Also die Steuerung ist ein bisschen sehr fummelig noch und so ein bisschen inkonsistent einfach. Zwischen Rechts- und Linksklick. Ihr behaltet das mal kurz im Blick. Und wir looten mal schnell. Was passiert denn da? Können wir da raufschießen? Nee. Das kann man nur besetzen. Bis wo kann ich ihn ballern? Ein Soldat noch. Schieß mal einfach. Kann er nicht. Ah, das ist nämlich wieder jetzt Linksklick, ja? Wahrscheinlich. Passiert aber nichts. Vielleicht muss ich das Gebiet sehen. Da musst du nochmal aussteigen. Du steigst mal mit ein. Das ist ein Panzer. Kriegen wir das nicht weggeballert? Ach, ich kann nicht einfach ins Gelände klicken, offensichtlich. Ne, er will irgendwie ein Ziel haben. Das verstehe ich noch nicht. Die ist ready zum Schießen. Ne. Die kann nicht einfach wild in die Gegend schießen. Das ist natürlich schade. Okay. Haben wir noch was, was wir hier wegballern können? Nee. Nee, das ist mit der Haubitze ist nicht so einfach. Die will nicht. Immer. So, alle aussteigen. Alle aussteigen. Abbauen. Und wir müssen einen Break machen. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Das war jetzt wieder verkehrt. Nee, es war verkehrt. Zack, soll's nicht abbrechen. Ja, die Steuerung ist wirklich noch sehr, 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 sehr fummelig. Wir heilen jetzt mal doch den einen oder anderen. Guck mal, der hat einen Knochenbruch. Frau Sanitäterin, bitte einmal heilen. Und wo ist der zweite Sanitäter? Bitte einmal heilen. So. Gut. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo und eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch für mal einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.